Willkommen zum Covid-19-Spezial der DW. Für Kinder ist die Corona-Pandemie besonders folgenreich. In vielen Ländern wurden Schulen geschlossen und Kindergärten. Studienergebnisse zeigen nun aber, Kindergärten könnten offen bleiben. Aber wie ist das mit den Schulen? Wir schauen außerdem nach Indien und Indonesien, wo es mit den Boosterimpfungen losgeht. Und wir stellen eine Forscherin vor, die in Indonesien einen Impfstoff mitentwickelt. Wenn Kindergärten während eines Lockdowns geschlossen werden, bringt das viele Probleme. Nicht mit anderen spielen zu können, ist für die Kleinen langweilig. Für die Familien bedeutet es, die Kinder müssen zu Hause betreut werden. In Deutschland gibt es für die Kleinen keinen zugelassenen Impfstoff. Eine aktuelle Studie aber zeigt, Kitaschließungen müssen dennoch nicht sein, denn Kinder sind von Natur aus besser geschützt als gedacht. Mittwochmorgen wird bei Familie El-Kevesni getestet. Nisa und Taha sind 4 Jahre alt. Die Zwillinge sind Kindergartenkinder. Wenn sie in den Kindergarten wollen, müssen sie die Prozedur 2-mal pro Woche über sich ergehen lassen. Mögen tun sie es nicht. Warte, gleich fertig. Nisa, ganz kurz. Solche Tests können helfen, die Kitas offen zu halten. Das ist ein Ergebnis einer Studie der Universität Würzburg. Die Wissenschaftler testeten über mehrere Monate mehr als 600 Kinder, die Eltern und die Mitarbeiter der Kindergärten auf unterschiedliche Weise auf SARS-CoV-2. Wir konnten zeigen, dass durch regelmäßige Testungen in den Kitas insgesamt ein positives Gefühl bei den Eltern und Kindern entsteht. Die fühlen sich weniger durch die Pandemie belastet als Eltern von Kindern, bei denen nicht regelmäßig in der Kita getestet wird. Die Wissenschaftler kamen noch zu einer weiteren überraschenden Erkenntnis. In über 5000 Testungen haben wir lediglich 2 positive Tests nachgewiesen. Also Kinder waren nicht die Gruppe, von der die Pandemie ausgegangen ist oder die relevant an der Verbreitung des Coronavirus beigetragen haben. Das liegt wahrscheinlich auch an bestimmten Fähigkeiten in ihrem Immunsystem, der sogenannten angeborenen Immunität, dass sie schneller als Erwachsene bisher die bisherigen Virustypen von der Schleimhaut bereits eliminieren können, bevor es überhaupt zu einer richtigen Infektion oder Infektionserkrankung kommt. Denn anders als bei Erwachsenen sind auf Schleimhautzellen von Kindern sogenannte Mustererkennungsrezeptoren besonders aktiv. Die erkennen Viren frühzeitig, schütten Botenstoffe aus und starten eine Kaskade an Abwehrreaktionen. Außerdem sind auch bei gesunden Kindern viel mehr Immunzellen in der Nase unterwegs als bei Erwachsenen. Sie können Viren aufnehmen und damit unschädlich machen. Kindergärten galten zu Beginn der Pandemie als erste Superspreader-Orte und wurden vielerorts als erstes geschlossen. Besonders für die Kinder war das schwer zu verstehen. Die wissen nicht, warum wir nicht raus dürfen, warum wir die ganzen Sachen, die wir ja davor gemacht hatten, ja auch nicht machen dürfen, weil es halt eingeschränkt ist. Das war eine schlimme Zeit. Ja. Die haben auch sehr schwer geschlafen, weil sie halt nicht ausgepowert sind. Das ist nun anders. Und da Nisas und Tahas Test heute früh negativ ausgefallen ist, können die beiden ihre Kita-Freunde treffen. Die Eltern bekommen jede Woche neue Schnelltests. Laut Kita-Studie reicht es, wenn mehr als die Hälfte der Familien mitmacht. Aber der große Teil der Familien akzeptiert das, macht das mit und spricht auch untereinander. Der Kindergarten hat außerdem die Spielgruppen verkleinert. Es sind immer dieselben Kinder zusammen in einem Raum. Denn wenn eines der Kinder positiv getestet werden sollte, muss die ganze Gruppe in Quarantäne. Und auch sonst wird überall auf das Einhalten der Abstände und der Hygienemaßnahmen geachtet. Eltern dürfen ihre Kinder nur bis zum Übergabepunkt begleiten. Wir haben Klingeln, wir haben Glocken, wir haben es versucht, für die Kinder möglichst fröhlich zu gestalten. Und die nehmen das auch ganz gut an. Sie haben Rituale zum Händewaschen eingeführt, schon im letzten Jahr, im Anfang. Die singen Lieder dazu, sie haben Sprüche. Sie finden das toll, mit Wasser zu spielen. In der Kita von Nisa und Taha wurde im ganzen letzten Jahr von insgesamt 75 Kindern nur eines positiv getestet. Das könnte sich jetzt jedoch mit der neuen Virusvariante Omikron ändern.
Wir haben ja in der Phase getestet, wo wir dann im Endeffekt festgestellt haben, dass die Pandemie in der Gruppe der 0- bis 5-Jährigen quasi nicht stattgefunden hat. Jetzt kommen wir in eine Phase, wo die Infektionshäufigkeit deutlich ansteigen wird, genau in dieser Gruppe. Da ist es natürlich gut, dass wir solche Methoden haben, mit denen wir das Infektionsgeschehen in den Kitas überwachen können und mit denen wir rechtzeitig erkennen, wer es infiziert und wer es nicht infiziert. Also werden Nisa, Taha und die Eltern wohl auf längere Sicht tapfer weiter testen müssen, damit die Zwillinge in ihre Kita gehen können. Lockdowns und geschlossene Schulen oder Kindergärten, das alles hat auch Auswirkungen auf Psyche und Verhalten von Kindern. Unsere Reporterin Hang Shuen Lee hat sich mit Katrin Seewecker verabredet, Direktorin der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Hall und Innsbruck. Sie hat untersucht, welche psychischen Folgen die Pandemie für Kinder hat. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Gerne. Sie leiten ein Forschungsprojekt über die Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche in Österreich. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse bis jetzt? Wir untersuchen Kindergartenkinder und Grundschulkinder bis 13 Jahre. Also der Fokus ist auf die kleineren Kinder und die jungen Jugendlichen. Und die Erkenntnisse sind die, in einem Satz fokussiert gesagt, dass die emotionale Belastung, das Bedrohungserleben durch all das, was sich verändert hat, dass das bei den Kindern deutlich ansteigt. Die Hauptsymptome, die wir sehen, sind emotionale Veränderungen, also mehr Stimmungsverschlechterungen, mehr Angstsituationen, mehr emotionale Bedürftigkeiten und die Lebensqualität der Kinder sinkt. Welche Äußerungen oder Geschichten der Kinder sind Ihnen bei der Befragung besonders im Gedächtnis geblieben? Also mich hat berührt, dass schon viele über, gerade während der Lockdowns über Einsamkeit berichtet haben. Also dass es wirklich für die Kinder tragisch war und emotional schwer auszuhalten, dass das Weihnachten, Geburtstag feiern, Konfirmation, also diese Kernfamilienfeste, dass die so nicht mehr möglich waren zu feiern. Und dass die Kinder, die Sorgen der Erwachsenen, wie geht's weiter mit dem Beruf, wie geht's weiter mit finanziellen Entschädigungszahlungen, dass da die Kinder schon sehr, sehr viel mitbekommen haben. Das hat mich auch sehr berührt. Nach Ihrer Befragung haben Jungs und Mädchen unterschiedliche Symptome. Warum? Am Anfang war es so, dass die Jungs schneller ihre Symptomatik nach außen gezeigt haben. Also wenn jemand aggressiv ist und sich nicht an die Regeln hält, als Kind auffällt durch widerspenstiges Verhalten, dann ist das schneller ersichtlich, als wenn jemand zurückgezogen und ruhig und unauffälliger ist. Das war am Anfang so, dass bei den Jungs dieses externalisierende, wie wir sagen, nach außen gerichtete Verhalten deutlicher waren als bei den Mädchen. Mittlerweile ist kein Geschlechtsunterschied mehr eruierbar. Beide gleich belastet. Wie stark wirkt das lange Maskentragen auf das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen? Ich bin ja Kinderpsychiaterin, von der mag ich mich über körperliche Auswirkungen des Maskentragens nicht äußern. Ich kann aber fachlich sehr wohl etwas dazu sagen, ob die Kinder Schwierigkeiten haben, die Emotionen der Eltern oder der Lehrer zu erkennen. Und das hat sich zum Glück auch durch wissenschaftliche Studien bestätigt, dass die Kinder keine großen Schwierigkeiten haben, keine signifikant deutlichen Schwierigkeiten haben, die Emotionen zu erkennen. Wenn das hier verdeckt ist, gibt es immer noch die Augenpartie, gibt es die Stimme, die sie hören. Also den Kindern fällt es nicht schwer, die Emotionalität des Lehrers, ob er wütend ist oder ob er genervt ist oder andere Erwachsenen trotz Maskentragen zu erkennen. Inwiefern sind die Ergebnisse für Kinder weltweit übertragbar? Ich meine schon, dass sie übertragbar sind, denn die Einschränkungen, Hygienemaßnahmen, Lockdown, Schuleinschränkungen, soziale Einschränkungen, das hatten wir auch alles in anderen Ländern. Und wie ein Kind auf sowas reagiert, glaube ich, meiner Meinung nach, ist schon übertragbar auf andere Länder. Denn es ist ja nachvollziehbar, die Kinder reagieren emotional darauf. Es ist ihnen nicht egal,
sondern sie sind emotional belastet und betroffen. Was müssen Politik und Eltern tun, um die psychischen Belastungen der Kinder auszugleichen? Also ich finde wichtig, dass die Eltern sehr ruhig und sachlich an die ganze Sache hineingehen, viel Aufklärung und dass sie natürlich schauen, wie geht es ihren Kindern und Jugendlichen emotional. Wir wissen zum Beispiel, anderes Thema, dass die Essstörungen durch die Pandemie sehr zugenommen haben, also dass die Eltern da schauen, ob es einen Gewichtsverlust bei den Jugendlichen gegeben hat. Die Schulen meiner Meinung nach könnten weniger Druck und weniger Schulstress machen. Und könnten natürlich auch Schulfächer einführen wie psychische Gesundheit, dass die Kinder und Jugendliche etwas lernen über Stress, über Entspannung. Ich bin nicht der Meinung, dass es eine verlorene oder psychisch kranke Generation ist. Ich bin aber sehr der Meinung, dass es im Moment labil ist, dass die Generation, die Kinder und Jugendlichen angekratzt sind und dass man sehr gut schauen muss, was macht man für weitere Maßnahmen in Zukunft. Vielen Dank. In vielen Ländern waren Schulen viele Monate geschlossen wegen der Pandemie. Weltweit konnten fast 170 Millionen Kinder nicht zur Schule gehen, für fast ein ganzes Jahr. Hier in Uganda mussten die Schulen sogar seit dem Frühjahr 2020 geschlossen bleiben. Damals, mit steigenden Covid-19-Fällen, hatte die Regierung Ugandas mit die härtesten Regeln auf dem afrikanischen Kontinent verabschiedet. Nun, nach fast 2 Jahren, öffnen sie zum ersten Mal wieder ihre Türen. Doch die Klassenräume sind noch nicht wieder voll besetzt. Anfangs dachten wir, dass die Epidemie vielleicht einen Monat oder eine Woche oder vielleicht 2 Monate dauern wird. Aber wir haben ja gesehen, was passiert ist. Der Lockdown dauerte an. Beinahe 2 Jahre bis heute. Als wir damals schlossen, hatten wir etwa 300 Schüler. Als wir jetzt öffneten, kamen nicht einmal 20. Man kann nicht einfach reinkommen und seine Freunde begrüßen, sich umarmen und sagen, hey, du bist auch wieder in der Schule. Aber gut, du musst dich eben auch selbst schützen. Die Pandemie hat ihr Leben stark verändert. Schwangerschaften bei Jugendlichen sind gestiegen. Und viele Kinder mussten arbeiten gehen, um ihren Familien das Überleben zu sichern. Öffentliche Stellen hier schätzen, ein Drittel der Schüler wird nicht wiederkommen. In Deutschland haben viele Schulen wieder ihre Türen geöffnet. Aber ist das gut? Schulen sind Covid-Hotspots in Deutschland. Genau deshalb wurden sie im letzten Jahr zeitweise vollständig geschlossen. Das aber hat zu großen Lernrückständen bei den Schülern geführt. Dieses Jahr soll es nun anders laufen. Aber was bedeutet das? Medien und Nachrichten. Das Thema heute im Englischunterricht an der Fritz-Karsen-Schule in Berlin. Und zwar in der Schule statt zu Hause. Anders als im vergangenen Jahr soll es keine Schulschließungen geben. Da ist sich die Politik einig. Dabei ist die Gefahr, sich in der Schule mit der neuen Omikron-Variante anzustecken, groß. Ich habe auch schon ein bisschen Angst, immer in der Schule zu sein durch Corona, weil wir sind ja so viele Leute hier und wechseln andauernd die Kurse und sind jeden Tag mit mindestens 100 Leuten in welch verschiedenen Kursen. Und das ist halt dann immer ganz schön blöd, wenn man dann nach Hause kommt und ja, man sich eigentlich denkt, man könnte zu Hause auch lernen und ist da viel geschützter und sicherer. Machst du jetzt da gleich weiter? Familie Philipp ist froh, dass die Schulen offen bleiben, trotz Omikron. Jetzt machen sie nur noch die Hausaufgaben gemeinsam. Das Homeschooling vom vergangenen Jahr war belastend, sagen sie. Die eigenen Kinder hier beaufsichtigen, unterstützen, Essen machen, Wäsche, einkaufen. Nee, das ist das Letzte, was ich will, dass das nochmal kommt für uns als Familie. Homeschooling war lerntechnisch nicht so gut, ich habe nicht so viel gelernt. Und ich habe auch keine Lust, nochmal so zu lernen, weil es hat mir auch einfach keinen Spaß gemacht. Das geht vielen Kindern so. Sie sind mit dem Lernstoff weit zurück und können jetzt aufholen und täglich ihre Freunde sehen. Auch deshalb die Entscheidung, die Schulen trotz steigender Inzidenzen offen zu halten. Für Lehrer Ryan Plocher wäre ein Kompromiss wie im letzten Schuljahr die Lösung, der Wechselunterricht.
Working in half groups and alternating mit der halben Klasse zwischen Homeschooling und Präsenzunterricht zu wechseln, wäre ein guter Kompromiss zwischen Pandemiebekämpfung und gutem Unterricht. Damit gäbe es mehr Sicherheit für Lehrer und Schüler, aber auch das notwendige Lernen in der Schule. Ob die Schulen auch bei stark steigenden Inzidenzen weiter offen bleiben, entscheiden die Länder. Sie haben in der Bildungspolitik das letzte Wort. Auch wenn die Covid-Erkrankung bei vielen Kindern mild ausfällt, wie stark sind sie von lang anhaltenden Folgen betroffen? Wie viele von ihnen leiden unter Long-Covid? Unser Wissenschaftsreporter Derek Williams beantwortet Ihre Fragen. Diese Woche kommt die Frage von Monika Eiken. Können Sie uns mehr über die Auswirkungen von Long-Covid bei Kindern berichten? Die Pandemie hat kaum positive Seiten, doch eine der wenigen, die es gibt, ist, dass es bei Kindern weniger wahrscheinlich ist, dass ihre Erkrankung einen schweren Verlauf nimmt. Sie müssen nur selten ins Krankenhaus. Das heißt allerdings nicht, dass Kinder, die sich mit Corona infiziert haben, vor Folgeschäden völlig gefeit sind. In einer früheren Phase der Pandemie gingen die Expertenmeinungen darüber auseinander, wie häufig Kinder Long-Covid entwickeln. Inzwischen gehen Forscher davon aus, dass die Zahlen niedriger sind als von manchen zunächst angenommen. Im Journal der British Medical Association ist eine groß angelegte Studie vom vergangenen Herbst diskutiert worden. Darin heißt es, dass 1 von 7 Kindern 3 Monate nach einer Corona-Infektion noch Symptome hat. Wie bei Erwachsenen ist das Spektrum von Long-Covid-Symptomen bei Kindern sehr breit. Eine sehr ernste Langzeitfolge bei Kindern ist das Multisystem-Entzündungssyndrom, das zu Organversagen führen kann. Das ist zum Glück selten. Das Centers for Disease Control in den USA hat bisher nur 6.500 Fälle davon registriert. Reported by the Centers for Disease Control in the US so far. Recently, kürzlich veröffentlichten sie noch andere beunruhigende Neuigkeiten, nämlich dass die Diabetesrate bei Kindern, die eine Corona-Infektion hatten, gegenüber denen ohne gestiegen ist. Ein Effekt, den man bereits bei Erwachsenen beobachtet hat. Auch die allgemeinen Langzeitfolgen von Corona sind bei Erwachsenen und Kindern oft ähnlich. Aber nicht immer. Dazu zählen etwa Atemprobleme oder Kopfschmerzen und natürlich eine Veränderung des Geruchs- und Geschmackssinns. Neurologische Symptome wie Bewusstseinseintrübung oder Konzentrationsschwierigkeiten treten ebenfalls häufig bei Kindern wie bei Erwachsenen auf. An dieser Stelle muss man allerdings festhalten, dass alles, was wir bis jetzt über Long-Covid bei Kindern wissen, aus den Forschungen im Zusammenhang mit der Delta-Variante des Virus stammt. Wir wissen noch sehr wenig über mögliche Langzeitfolgen einer Omikron-Infektion. Die Variante existiert noch nicht lange genug, um sie genauer bestimmen zu können. Die Infektionszahlen in Indien steigen durch Omikron gerade wieder rasant. So verheerend wie die zweite Welle sollte die dritte nicht werden, so die Hoffnung. Denn knapp die Hälfte der über 1,3 Milliarden Inder ist vollständig geimpft. Und die Impfkampagne wird jetzt ausgeweitet, speziell für das Gesundheitspersonal, Menschen mit Vorerkrankungen und Kinder ab 15 Jahren. Wir waren in einem Impfzentrum in Neu-Delhi. Endlich sind auch sie dran. Indien hat mit der Impfung von Jugendlichen ab 15 Jahren begonnen. Auch wenn die Schulen wegen der dritten Welle erneut geschlossen sind, diese Zehntklässler hoffen, dass es nun besser wird. Lehrer können die Schüler im Online-Unterricht nicht so gut betreuen und die Schüler können sich auch nicht so gut konzentrieren. Wenn wir alle geimpft sind, können wir zurück in die Klassen und wieder besser lernen.
Ich bin froh, dass ich geimpft werde. Die Schulen werden aufmachen und ich sehe meine Freunde wieder. In der Klasse lernen ist viel besser als online. Ich finde es gut, dass die Schulen im Moment geschlossen sind, damit sich das Virus nicht weiter verbreitet. Aber jetzt, wo wir geimpft sind, müssen sie wieder aufmachen, denn wir haben bald Prüfung. Nicht nur die Teenager freuen sich. Wer im Gesundheitswesen ist oder viel Kundenkontakt hat, kann ebenfalls eine dritte Dosis bekommen. Für Arti eine entscheidende Wende. Nicht nur, weil sie selbst Impfungen verabreicht. Als die Pandemie begann, gab sie ihr Baby zu den Großeltern im 1000 Kilometer entfernten Bundesstaat Bihar, um es zu schützen. Sie selbst hat weiter im Krankenhaus gearbeitet. Erst nach der zweiten Impfung habe ich meinen Sohn zurückgeholt. Ein ganzes Jahr habe ich ihn nur über Videoanrufe gesehen. Das war eine große Herausforderung für mich. Mit der dritten Dosis fühle ich mich auch besser gegen Omikron geschützt. Doch es wird auch darüber diskutiert, wie effektiv Indiens Boosterprogramm eigentlich ist. Eine Mehrheit im Land hat den Impfstoff von AstraZeneca erhalten, den die Regierung auch für die dritte Dosis empfiehlt. Kreuzimpfungen bieten laut Studien jedoch einen höheren Schutz. Und AstraZeneca gilt als am wenigsten effektiv für eine Auffrischung. Es gibt auch in Indien hergestellte Alternativen. Experten kritisieren, dass die Regierung diese nicht nutzt, ohne zu begründen, warum. Ich finde nicht, dass wir den Impfstoffen von Pfizer oder Moderna hinterherjagen sollten. Sie sind sehr teuer im Vergleich zu den Vakzinen, die wir hier haben. Aber Indien nutzt diese lokalen produzierten Impfstoffe nicht für sein Boosterprogramm. Das finde ich nicht sinnvoll. Überhaupt einen Schutz zu haben, ist allerdings besser als keinen. Dieses ältere Paar ist froh, dass es eine Boosterimpfung bekommt und hofft, dass der Rest der Familie auch bald dran ist. Ich habe zwei Enkel und mache mir Sorgen um sie. Deshalb wünsche ich mir, dass auch sie geimpft werden. Die Impfung, sagen sie, hat sie bisher vor dem Krankenhaus bewahrt. Und die nächste Spritze soll dafür sorgen, dass es so bleibt. Als nächstes werfen wir einen Blick nach Indonesien. Das Land wurde schwer von der Corona-Pandemie getroffen, mit mehr als 4 Millionen Covid-19-Fällen. Auch Indonesien hat eine Booster-Impfkampagne gestartet, um einen neuen Negativrekord zu verhindern. Ein Teil der Impfdosen kommt aus Indonesien selbst. Auch ein eigener Impfstoff soll entwickelt werden. Wir haben eine Wissenschaftlerin getroffen, die daran mitarbeitet. Indonesiens Impfstoffproduktion läuft auf Hochtouren. In diesen Fläschchen befindet sich der chinesische Impfstoff Sinovac, das meist verfügbare Vakzin hier im Land. Neni Nuraini leitet die Herstellung. In einer Fabrik in Bandung setzt ihr Team die aus China importierten Komponenten zusammen. Der Zugang zu Corona-Impfstoffen ist während der Pandemie begrenzt. Deshalb müssen wir beim Kauf auch auf externe Mittel setzen. Wenn wir unseren eigenen Impfstoff hätten, wäre es günstiger. So wäre der Zugang besser und die Verteilung des Impfstoffes im Land gleichmäßiger. Seit dem Ausbruch der Pandemie arbeitet Neni Nuraini rund um die Uhr. Die staatseigene Pharmafirma hofft, bald eigenen Impfstoff zu entwickeln. Eine Herausforderung für Wissenschaftlerinnen wie sie. Denn nicht immer läuft in ihrem Job alles nach Plan. Wir sprechen hier in der Herstellung manchmal vom Tal des Todes. Manche Produkte enden als Prototypen und das war's. Man muss sich klar machen, dass Millionen von Menschen die Impfstoffe bekommen sollen. Also müssen sie auch erschwinglich sein. Am Ende geht es um Wirtschaftlichkeit und Effizienz, vor allem für uns Entwicklungsländer. Wissenschaftlerinnen wie Neni Nuraini sind in Indonesien immer noch selten, obwohl Frauen an den Universitäten in diesem Bereich in der Mehrheit sind. 8 von 10 mit einem ersten akademischen Abschluss an der medizinischen Fakultät sind Frauen. Die Analyse von Corona-Abstrichen ist gefragt in diesen Tagen. Aber nur eine von 3 der Studentinnen macht weiter bis zum Doktor. Es gibt immer noch viele Vorurteile, wenn es um einen Beruf in der Wissenschaft geht.
Viele denken, als Lehrer oder Regierungsangestellter verdient man mehr. Viele Frauen hält das davon ab, eine Laufbahn in der Wissenschaft einzuschlagen. Wir müssen an uns arbeiten, wenn wir die Wissenschaft wirklich lieben. Die Regierung muss uns dabei aber auch unterstützen. Es könnte mehr Förderungen, Labore und Ausbildungsmöglichkeiten im Ausland geben. Etwa 40% der 270 Millionen Einwohner Indonesiens sind bislang vollständig geimpft. Wegen Omikron wird der Bedarf an Vakzinen weiter steigen. Um die nächste Welle abzuschwächen, hat das Land jetzt eine Booster-Kampagne gestartet. Impfen ist und bleibt also der Schlüssel zum Erfolg im Kampf gegen die Pandemie. Die nochmals bestätigte Nachricht aus der Wissenschaft ist, kleine Kinder sind von Natur aus besser vor einer Infektion geschützt als Erwachsene. Das war's für heute. Sie sind herzlich eingeladen zu unserem nächsten Covid-19-Spezial in einer Woche. Bis dahin, bleiben Sie gesund!